Arms Hotel when he used to be pretending to be laid up with a sick voice doing his highness to make himself interesting for that old ja, weil er sowas doch noch nie gemacht hat bis jetzt. Dass er sein Frühstück ans Bett haben will? Mit zwei Eiern? Seit dem City Arms Hotel, wo er immer so tat, wie wenn er wegen seiner kranken Stimme das Bett hüten müsste und den feinen Lackaffen spielte. Und alles bloß, um sich bei dieser alten Ziege interessant zu machen. Mrs. Riordan, von der er dachte, er hat einen dicken Stein im Bett bei ihr. Er hat sonst überhaupt keinen roten Heller hinterlassen. Es war ja alles vermissen weg. Für sie selber und ihre blöde Seele. Also sowas von Geizkragen wie die, das trifft man ja eh nicht nochmal wieder. Wie die sich gesträubt hat, die lumpigen vier Deins für ihren Brennspiritus rauszurücken? Und dann all ihre Wehwehchen, die sie immer hatte. Das ganze Gequatsche. Über Politik. Über Erdbeben. Über das Ende der Welt. Also zuerst wollen wir uns doch mal ein bisschen amüsieren. Guter Gott, wenn alle Frauen derartig rot sehen bei Badeanzügen und ausgeschnittenen Kleidern. Von ihr hat ja schließlich keiner verlangt, dass sie sowas trägt. Ich nehme ja an, die war fromm. Weil die garantiert keinen Mann ein zweites Mal anguckt. Hoffentlich werde ich nie so wie die. War ja glatt ein Wunder, dass sie von uns nicht auch noch verlangt hat, dass wir uns die Gesichter bedecken. Aber dafür war sie ja bestimmt gebildet. Und dann ihr ganzer Schnickschnack mit Mr. Riordan hier und Mr. Riordan da. Also ich weiß nicht, wenn der nicht heilfroh war, wie er endlich abhauen konnte von ihr. Und ihr Hund, der andauernd an meine Pelze am Schnüffeln war und mir ewig unter die Röcke wollte. Besonders natürlich, wenn ich meine, naja. Also wenn er ja mal was richtig Ernstes hätte. Das ist ja der Haken bei ihm. Aber wäre es viel besser, wenn sie sich einfach ins Krankenhaus legen. Wo alles sauber ist, bis ich ihn so weit hätte. Das müsste ich ihm ja wahrscheinlich einen geschlagenen Monat lang einhämmern. Dann käme als nächstes die Bescherung mit der Krankenschwester. Wäre ja gar nicht wieder wegzukriegen da. Bis sie ihn rausschmeißen täten. Oder vielleicht auch eine Nonne. Wie auf dieser dreckigen Fotografie, die er da hat. Also wenn die eine Nonne ist, dann bin ich aber auch eine. Ja, wo sie sich doch derartig anstellen, wenn sie mal krank sind. Immer wollen sie eine Frau. Sonst werden sie einfach nicht wieder gesund. Zum Beispiel, wenn er mal Nasenbluten hat. Könnte man ja glatt denken, die Welt geht unter. Oder diese Jammermin an der South Circular, wie er sich den Fuß verstaucht hatte. Auf dem Chorausflug, an dem Tag, wo ich das Kleid anhatte. Oder wie er sich in die Zehe geschnitten hat. Mit dem Rasiermesser. Beim Hühnerauge-Schälen. Eine Heidenangst, dass er Blutvergiftung kriegt. Wenn mal was wäre, dass ich selber krank bin. Dann könnte man sehen, was seine ganze Aufmerksamkeit. Und dass die Frau sich ja immer zusammenreißen kann, derartiges Gedöns macht wie die immer. Irgendwo ist er natürlich gewesen. Das ist ja ein klarer Fall. Bei dem Appetit. Aber jedenfalls Liebe ist das nicht. Sonst hat er ja den ganzen Tag nichts anderes im Kopf, als an zu denken. Also ist es entweder eine von diesen Nachtweibern, wenn es wirklich da unten war, wo er war. Und die Hotelgeschichte, die er da erzählt hat, das ist ein dicker Packen Lügen. Bloß um das zu vertuschen. Warte mal, du. Heinz hat mich aufgehalten. Und wer ist mir denn sonst noch über den Weg gelaufen? Ach ja, ich traf noch, entsinnst du dich? Menten. Und dann habe ich auch noch dieses dicke Babygesicht gesehen. Und der, obwohl er noch gar nicht lange verheiratet ist, mit einer jungen Frau am Flirten. Und ich habe ihm natürlich den Rücken gekehrt. Wie der Leine zog, mit schuldbewusster Miene. Also so was Blödes. Na, was soll's. Obwohl, der Typ hatte mal die Schamlosigkeit, mir selber nachzustellen. Das ist ihm ja ganz recht geschehen.
So eine große Klappe, dann noch diese fiesen Glubschaugen. Also von allen Blödmännern, die mir überhaupt je begegnet sind, ist der wirklich... Sowas schimpft sich ja auch noch Rechtsanwalt. Bloß weil... Und wenn's das nicht ist, dann irgend so ein billiges Hühnchen, mit dem er sich eingelassen hat. Oder sich heimlich irgendwo aufgegabelt hat. Und die ihn bloß so gut kennen täten wie ich. Ja, weil vorgestern, da war er doch irgend so was am Kritzeln. Einen Brief. Wie ich ins Vorderzimmer kam mit den Streichhölzern. Um ihm Dignams Tod zu zeigen in der Zeitung. Also glatt, wie wenn ich was geahnt hätte. Und er weckte ja auch gleich das Löschbild darauf. Und dazu, wie wenn er über Geschäftssachen am Nachdenken wäre. Also todsicher war das doch an irgend so eine, die sich jetzt einbildet. Da hat sie so einen richtigen Deppen gefunden. Ja, weil ja doch alle Männer ein bisschen so werden, in seinem Alter. Besonders wenn sie auf die 40 zugehen. Was er ja jetzt schon ist. Einen, den sie so richtig melken kann. Es ist ja kein Narr so dämlich wie ein alter Narr. Dann der übliche Kuss auf meinen Hintern. Das war auch bloß so Tarnung. Also mir ist das doch schnurzegal, mit wem er was hat oder vorher was am Gange war. Obwohl ich es ja ganz gerne rauskriegen würde. Solange ich die beiden nicht die ganze Zeit direkt unter meiner Nase habe. So wie bei dieser Schlampe damals. Dieser Mary, die wir in der Ontario Terrace hatten. Die sich ja noch den Hintern ausstopfte, um ihn zu reizen. Ist ja schlimm genug, den Geruch von diesen angemalten Weibern von ihm runterzukriegen. So einmal oder zweimal hatte ich ja direkt einen Verdacht. Wie ich ihm gesagt habe, er soll doch mal näher rankommen an mich, wie ich das lange Haar gefunden habe auf seinem Rock. Und dann schon sowieso, wie ich in die Küche kam und er tat so, wie wenn er Wasser tränkt. Eine Frau allein bloß ist ihm eben nicht genug. Es war alles seine Schuld. Natürlich erst die Dienstmädchen verderben und dann mit dem Vorschlag kommen. Sie könnte ja vielleicht mit an unserem Tisch essen. An Weihnachten, wenn du nichts dagegen hast. Also nein, vielen Dank, nicht in meinem Hause. Stiehlt mir die Kartoffeln und die Austern weg. 2,60 das Dutzend. Na und dann ab. Ihre Tante besuchen, wenn du nichts dagegen hast. Jatter Diebstahl war das. Aber ich habe ihr ja auch gesagt, was ich von ihr denke. Was er nicht alles am Reden war. Von wegen, du hast gar keinen Beweis, dass er es war. Kein Beweis? Ihre Tante war ja ganz versessen auf Austern. Wenn das kein Beweis ist. Dieses hinterfotzige Getue von ihm. Von wem? Ich solle doch ruhig mal mehr spazieren gehen. Das war doch alles nur, damit er mit ihr mehr allein sein konnte. So nie würde ich mich doch derartig erniedrigen, dass ich den hinterher spioniere. Aber die Strumpfbänder, die ich dann in ihrem Zimmer gefunden habe, an dem Freitag, wo sie Ausgang hatte, das war mir ja schon genug. Das war sogar ein bisschen zu viel für mich. Ich habe ja dann auch genau gesehen, wie sie knallrot wurde vor Wut. Innerlich. Wie ich ihr auf die Woche gekündigt habe. Am besten ist sowieso. Man macht alles alleine. Und ohne sie. Ich werde alleine viel schneller mit den Zimmern fertig. Wenn bloß nicht das verdammte Kochen wäre. Den ganzen Dreck wegmachen. Aber ihm habe ich ja jedenfalls gehörig die Meinung gesagt. Entweder sie verlässt dieses Haus oder ich. Nicht mehr anfassen konnte ich ihn ja mehr, wenn ich mir dachte, dass er mit so einer
Dreck. Schamlose Lügnerin und Schlampe wie der, die mir ihr Lunglatt ins Gesicht hinein alles abstritt. Dabei den ganzen Tag in der ganzen Wohnung am Trällern und am Singen, sogar noch auf dem Klo. Warte mal, oh mein Jesus, wie lang ist das auch schon wieder losgegangen bei mir? Soll man da nicht die Flöhe kriegen? Ja, natürlich, das ganze Bumsen und Rammeln und Rumsen in mir rum, was er gemacht hat. Was soll ich denn jetzt bloß machen? Freitag, Samstag, Sonntag, kann man da auch nicht aus der Haut fahren? Wenn das nicht gerade mag, was ja manche mir tun. Weiß Gott, irgendwas ist doch immer bei uns. 5 Tage lang, alle 3 oder 4 Wochen. Die monatliche, übliche Blutspende. Also da kann man noch wirklich die Kratze kriegen. Sind die alle so verschieden? Beulen zum Beispiel redete ja die ganze Zeit darüber, wie mein Fuß gebaut wäre. Ist ihm ja gleich aufgefallen, noch bevor wir vorgestellt waren. Nach dem letzten Mal mit ihm habe ich ja geschlafen wie ein Murmeltier. Bis der Donner mich geweckt hat. Also, ein Krach war das. Wie wenn die ganze Welt einstürzen täte. Gott sei uns gnädig. Ich dachte doch glatt, der Himmel kommt auf uns runter, um uns zu bestrafen. Und ich habe mich bekreuzigt und ein Ave Maria gesagt. Wie diese schrecklichen Gewitterblitze in Gibraltar. Und da kommen sie und wollen einem erzählen, es gibt keinen Gott. Was soll man denn dann noch machen, wenn alles um einen herum zusammenkracht? Doch überhaupt nichts. Nur, dass man bittere Reue empfindet. Wie die Kerze zum Beispiel, die ich damals in der Kapelle an dem Abend für die Maifeier angezündet habe. Die hat uns ja auch Glück gebracht. Obwohl Poldi darüber spucken würde, wenn er das hörte. Weil er ja auch nie zur Kirchenmesse geht. Oder zur Gemeindeversammlung. Er sagt, deine Seele, du hast keine Seele, bloß graue Zellen. Weil er nämlich überhaupt keine Ahnung hat, wie es ist, wenn man eine hat. Ja, wie ich die Kerze angezündet habe. Weil Beulen doch glatt zu seiner 3 oder 4 Mal gekommen sein muss mit diesem grässlichen großen roten Vieh von einem Ding, was er hat. Ich dachte doch glatt im Platz deiner Ader, oder wie sie das nennen. Obwohl seine Nase ja an sich gar nicht so groß ist. Also wie aus Eisen. Oder wie eine Brechstange stand ihm da die ganze Zeit. Der muss ja Austern gegessen haben, glaube ich. Ein paar Dutzend. War ja ganz groß bei Stimme. Also nicht. So einen habe ich mein Lebtag noch nicht gefühlt.
Ein von dem Format, dass man das Gefühl hat, der füllt einen ja total aus. Er muss ja ein ganzes Schaf verschlungen haben hinterher. Also was das auch wieder für ein Einfall war. Und so zu erschaffen. Mit einem großen Loch in der Mitte. Wie die Zuchthengste haben sie sich hineinrein. Das ist ja überhaupt das Einzige, was sie von einem wollen. Und dazu noch diesen bösen, geschlossenen Blick in seinem Auge. Ich müsste meine ja halt zumachen. Obwohl trotzdem so fürchterlich viel Saft hat er jetzt auch wieder nicht auf der Pfanne. Wenn man bedenkt, wie groß das Ding ist, ich ihn zurückziehen ließ und auch mir zu Ende machen, obwohl das auch umso besser. Das ist irgendwas davon nicht richtig rausgewaschen, weil das jetzt mal, wie ich ihn mir zu Ende machen ließ. Mal angenommen, ich riskiere es. Und krieg noch eins. Von ihm. Ich war ja in Trauer damals. Elf Jahre her ist das jetzt. Obwohl, wozu? War das überhaupt gut? Nichts und wieder nichts, aber er bestand drauf. Er würde sogar wegen der Katze in Trauer gehen. Er war ein unschuldiger Junge damals und ein allerliebster kleiner Bursch in seinem Lord Fauntleroy Anzug und mit dem Lockenkopf wie ein Prinz auf den Beine. Oh, ich will mich nicht, ich will mich nicht mehr in trübsinnigen Gedanken verlieren. Deswegen. Ich hab auch die. Ich glaube, vielleicht hätte ich ihn doch nicht in dem kleinen Wolljäckchen beerdigen sollen. War ich doch so gefeint beim Stricken.
würden es viel lieber einem armen Kind schenken. Ich habe ja gleich genau gewusst, ich kriege nie wieder eins. Unser erster Todesfall war das ja auch. Wie verliebt Millie auch immer in meine ganzen Sachen war, die paar alten Lumpen, die ich habe. Die wollte sich ja mit 15 schon das Haar hochstecken. Und dann noch mal ein Puder, der doch bloß die Haut ruiniert. Das alles hat sich später im Leben noch reichlich genug Zeit. Sie ist natürlich zappelig, sie weiß ja genau, wie hübsch sie ist. Mit den roten Lippen, die sie hat. Ein Jammer, dass sie nicht so bleiben. Ich war ja auch so. Es hat keinen Zweck, damit hausieren zu gehen. Also was sie mir neulich für Antworten gegeben hat. Wie ein Fischweib. Ich sie gefragt habe, ob sie mal schnell läuft und holt uns ein paar Pfund Kartoffeln. An dem Tag, wo wir Mrs. Joe Gallagher beim Trabrennen trafen. Und sie so tat, wie wenn sie uns gar nicht sieht. In ihrer Kutsche mit Freery, dem Rechtsanwalt. Wir waren ihr nicht vornehm genug, bis ich ihr zwei saftige Ohrfeigen verpasst habe. Die sich aber gewaschen hatten. So, die ist für deine Unverschämtheit. Und die für die Antworten, die du mir gegeben hast. Ich hatte mich aber auch derartig in Rage gebracht mit ihren Widerworten. Und ich hatte auch schlicht geschlafen die Nacht davor, weil irgendwas war, irgendwas schwamm im Tee. Ich hatte Käse gegessen. Das war's. Und ich habe ihr immer und immer wieder gesagt, sie soll die Messer nicht so quer liegen lassen am Tisch. Dass sie doch überhaupt niemanden hat, der sie im Haus rumkommandiert. Wie sie noch selber gesagt hat. Also wenn er ihr den Kopf nicht zurechtsetzt, dann werde ich das tun. Das war jedenfalls das letzte Mal, dass sie bei mir auf die Tränentour durchgekommen ist. Das war ich an sich ja genauso war. Er hat auch niemanden raus zu befehlen gewagt. Ist natürlich alles seine Schuld, dass er uns zwei schuften ließ, statt schon lange eine Frau anzuschaffen. Also, ob ich wohl je noch wieder ein anständiges Dienstmädchen kriege?
ladders, all the mud clutching my boots. I'm sure that's the way down, like the monkeys go under the sea to Africa when they die. The ships out, far, like ships that was the Malta boats passing. Yes, the sea and the sky, you could do what you liked, lie there forever. He caressed them outside. They love doing that. It's the roundness. There I was leaning over him with my white Roy straw hat to take the news out of it. The left side of my face, the best. He wanted to touch mine with his for a moment, but I wouldn't let him. He was awfully put out, first for fear. You never know. Consumption. Or leave me with a child, embarazada. That old servant Ines told me that one drop, even if it got into you at all. After I tried with a banana, but I was afraid it might break and get lost up in me somewhere, because they once took something down out of a woman that was up there for years, covered with lime salts. They're all mad to get in there where they come out of. You'd think they could never go far enough up, and then they are done with you in a way. Till the next time. Yes, because there's a wonderful feeling there. So when I got over him that way, when I unbuttoned him and took his out and drew back the skin, it had a kind of eye in it. They are all buttons, men, down the middle on the wrong side of them. Molly, darling, he called me. What was his name? Jay? No, Jack, Joe, Harry Mulvey, was it? Yes, I think a lieutenant. He was rather fair. He had a laughing kind of a voice, so I went round to the, what you call it, everything was, what you call it, moustache. Had he, said, he'd come back. Lord, it's just like yesterday to me. And if I was married, he'd do it to me. And I promised him, yes, faithfully, I'd let him block me now. Flying. Nearly 20 years. If I said fire tree cove, he would. If he came up behind me and put his hands over my eyes to guess who, I might recognize him. He's young still, about 40. Perhaps he's married some girl in the Blackwater. And is quite changed, they all do. They haven't half the character a woman has. She lil knows what I did with her beloved husband before he ever dreamed of her in broad daylight, too, in the sight of the whole world. They could not put a biscuits were in front of the lady house, which were screaming, I wanted to fire his pistol. He said he had one. He didn't know what to make of me. That he always wore crooked. As often as I settled it straight, I think he said HMS Calypso. I didn't swing my hand. Yes, by God. That old bishop that spoke off the altar, his long preach about women's functions, about girls now riding the bicycle and wearing pink caps, and the new woman rumors. God sent him sense. I suppose they're called after him. I never thought that would be my name.
Bea anfing, mich auf den Chorstufen abzuküssen. Nachdem wie ich Gounod's. Gesungen hatte. Und er darauf ergreich. Worauf noch warten, holde Meide? Küss auf die Sterne mich und scheide! Das hat er natürlich groß geschrieben gemeint. Weil er so scharf drauf war bei mir. Und seine ganze metallische Stimme. Auch bei meinen tiefen Tönen. War ja mal ganz weg, wenn man ihm glauben kann. Ich mochte das ja irgendwie, wie sein Mund so ging beim Singen. Und jedenfalls, und dann sagt er doch, war das nicht schrecklich, so etwas zu tun an einem Ort wie diesem? Also da sehe ich nicht, was da Schreckliches dran sein sollte. Ich hätte ja ohne weiteres Primadonna werden können. Bloß, dass ich dann ihn geheiratet habe. Kinn etwas zurück. Aber nicht zu weit, sonst kriegt man ein Doppel. Mich juckt ja andauernd das Loch, wenn ich an ihn bloß denke. Ich habe auch das Gefühl, ich muss schon wieder dringend. Ich spüre einen Wind in mir. Aber lieber leise machen, dass er nicht wieder aufwacht, sonst schlappert er mich gleich wieder voll. Weil ich mich gerade so schön von oben bis unten gewaschen habe. Hinten Bauch und an der Seite. Wenn wir doch wenigstens einen Bart hätten. Oder ich mein eigenes Zimmer. Jedenfalls, ich wünschte, er würde irgendwo in einem Bett alleine schlafen. Mit seinen kalten Füßen an mir dran. Hätte man wenigstens mal Platz, einen Furz zu lassen. Mein Gott, oder sonst was. Lieber, vorsichtig, ja, so ein bisschen zu meiner Seite hin. Ganz piano. Noch ein.
Ja, manchmal, bei Gott. Ja, habe ich schon gedacht. Ja. Ich gehe einfach an den Kai runter. Ja. An irgendeinem dunklen Abendmahl, wo keiner mich kennt. Ja. Und gab mir da ein Matrosen auf. Ja, der gerade eingelaufen ist und entsprechend scharf drauf. Ja, der sich einen Furz drum schert, dem sein ich bin. Deren ganze Gelehrsamkeit. Wieso gehen Sie denn nicht hin und schaffen erst mal selber was? Das habe ich Ihnen schon oft gefragt, diese Atheisten oder wie die sich nennen. Sollen doch erst mal vor Ihrer eigenen Haustüre kehren. Ja, aber dann heulen Sie nach einem Priester, wenn es ans Sterben geht. Und warum? Ja, warum? Weil Sie Angst vor der Hölle haben. Warum? Wegen Ihrem schlechten Gewissen. Ach, mehr machen die nichts vor. Wer war denn das erste Wesen im Weltenall? Bevor da sonst jemand da war, der alles geschaffen hat. Ja, das wissen sie nicht. Genauso wenig wie ich. Ja, da
sitzen Sie da. Sie könnten ja genauso gut versuchen, die Sonne am Aufgehen zu hindern. Die Sonne, die scheint für dich allein. Das hat er damals gesagt. An dem Tag, wo wir unter dem Rhododendron lagen. Oben auf dem Haus. Mit dem grauen Tweedanzug und ich mit dem Strohhut. An dem Tag, wo ich ihn so weit gebracht habe, dass er mir den Antrag gemacht hat. Und das verschallt ja, wie jetzt. Vor 16 Jahren, mein Gott. Nach dem langen Kuss ist mir ja fast die Luft ausgegangen. Und er sagte, ich wäre eine Blume des Berges. Ja. Blumen, ein Frauenkörper. Das sind wir alle. Da hat er wirklich mal was Wahres gesagt in seinem Leben. Und die Sonne, die scheint für dich allein. Deswegen habe ich ihn auch gemocht. Weil ich gesehen habe, der versteht. Oder der kann nachfühlen, was eine Frau ist. Und ich habe auch gewusst, ich kann ihn immer um den Finger wickeln. Und dann habe ich ihm die ganze Lust gegeben, die ich konnte. Und habe ihn so weit gebracht, dass er mich gebeten hat, Ja zu sagen. Und zuerst habe ich ihm gar keine Antwort gegeben. Ich habe bloß so rausgeguckt aufs Meer und über den Himmel. Ich musste an so viele Sachen denken, von denen er gar nichts wusste. Malvi und Mr. Stanhope und Hester und Vater und der alte Captain Gross und die Matrosen, die dir immer Geschirrspülen, wie sie das nannten, spielten, unten am Pier. Und die Wache vor dem Haus vom Gouverneur mit diesem runden Ding um den weißen Helm. So ein armer Teufel, heute gebraten werden. Und die spanischen Mädchen, wie die immer am Lachen waren. Mit diesen großen Schals und den Kämmen. Und die Versteigerung morgens immer. Griechen, Juden, Araber. Weiß der Teufel, wer sonst noch alles von allen Enden Europas. Und der Geflügelmarkt.
wie da immer alles am Kackern war. Und die armen Eselchen, wie die immer so halb im Schlaf der langen Schlichten. Und die Gammelbrüder mit ihren Mänteln da auf den Treppenstufen, wie die immer am Schlafen waren. Und die großen Räder der Ochsenkarren. Und das Schloss, das alte. Tausende von Jahren alt schon. Und die hübschen Mauren immer, ganz in Weiß, mit Turban wie Königin. Die einen immer so höflich baten, man solle doch Platz nehmen, in ihren winzig kleinen Mädchen. Und die Weinhandlungen, die nachts immer so halb offen hatten, mit den Kastanierten. Oh. Und der reißend tiefe Strom. Und das Meer. Glührot manchmal, wie Feuer. Herrliche Sonnenuntergänge. Und die Feigenbäume in den Alameda-Gärten mit diesen ganzen komischen Straßen und Gässchen und gelben und rosanen und blauen Häuschen und die Rosengärten und die Jasmine und Geranien und Kaktus. Gibraltar. Kleines Mädchen, wo ich eine Blume des Berges war. Und wie ich mir eine Rose ins Haar steckte, genau wie die andalusischen Mädchen immer machen. Ja, und wie er mich geküsst hat unter der maurischen Mauer. Und ich hab gedacht, na schön, er so gut wie jeder andere. Und hab ihn mit den Augen gebeten, er soll doch noch mal fragen. Ja, und dann hat er mich gefragt, ob ich will. Ja, sag ja, meine Bergfrau. Und ich hab ihm zuerst die Arme um den Hals gelegt und ihn zu mir niedergezogen, dass er meine Brüste spüren konnte. Sie duftet ja. Und das Herz ging ihm wie verrückt. Und ich hab ja gesagt. Ja, Sammer. Ja, Sammer. Ja, Sammer. Ja, to me so he could feel my breasts, all perfume. Yes, and his heart was going like mad. Yes, I said, yes, I will.